Die Salzburger Festspiele gibt es seit 1920. Damals wollte man eine Stätte schaffen für die Allerbesten aus Oper, Schauspiel und Musik am Geburtsort des größten Komponisten überhaupt. 90 Jahre später gleicht Salzburg im Sommer eine Kulturmetropole, die auf der Welt ihresgleichen sucht und immer ein touristischer Brennpunkt ist für Millionen Besucher, die sich vom barocken Flair der Mozartstadt angezogen fühlen. Doch was bietet die Stadt abseits der Festspiele? Daran scheiden sich die Geister. Die spielen wir, diese Weltstadt. Eine wirkliche Weltstadt sind wir natürlich nicht. Wir spielen sie und die Gäste, die kommen, spielen brav mit. Und sie wundern sich, wer da noch aller ist und glauben dann daran, dass wir wirklich sehr bedeutend sind. Was haben die Festspiele wirklich mit der Stadt zu tun? Viele meinen, sie wäre bloß Kulisse für internationale Stars, die in der Sommerfrische für teures Geld ihrem Handwerk nachgehen. Doch die Stadt wirkt mit, durch Künstler, die hier zu Hause sind, wie die Kamerata Salzburg, die aus einem Kammerorchester der Hochschule Mozarteum hervorgegangen ist. Mit dabei Studenten aus Salzburg. Es ist eine Chance, die, glaube ich, jeder Jugendliche sich nur wünschen könnte. Es ist etwas ganz Außergewöhnliches, in so einem tollen Orchester natürlich mitwirken zu können und auch sehr viel zu lernen. Und ich glaube, in einem Kammerorchester wie der Kamerata ist es ideal, um eingeführt zu werden und überhaupt eine große Chance, dass die Kamerata auch diese Möglichkeit überhaupt bietet. Studenten direkt aus dem Studium auch als Substituten an ihren Produktionen zu beteiligen. Die Kamerata, 1952 vom Dirigenten Bernhard Paumgartner gegründet, ist heute eines der angesehensten Kammerorchester der Welt. Längst rekrutiert man nicht mehr nur Studenten des Mozarteums, der örtlichen Musikhochschule. Kentner Garnow glaubt dennoch, dass Salzburg selbst auf fast mystische Weise den Erfolg des Ensembles begründet. In Salzburg sollte ein Musiker auf alle Fälle die Kraft bedenken, die aus dieser wunderbaren Geografie entsteht. Aus diesem natürlichen Tal, das aus der dramatischen und theatralischen Aussage der Alpen wie geschnitzt erscheint. Dem sehr starken Wechsel zwischen den Jahreszeiten, die es hier gibt. Und der Kraft dieses Flusses, der Salzach. Der Fluss hat so viel Stärke, ist wie eine Lebensader. Man muss einfach mit der Inspiration rechnen, die durch die Natur hier in Salzburg entsteht. Somehow reckon with or come to terms with the power of the inspiration that comes from the nature here in Salzburg. Die Schönheit der Stadt wirkt nicht nur auf Musiker inspirierend. Der große Expressionist Oskar Kokoschka gründete 1953 auf der Festung die Internationale Sommerakademie als Parallelereignis zu den Festspielen. Keine Publikumsveranstaltung, sondern Ausbildungsort für den Nachwuchs. Begegnung zwischen den großen und künftigen Größen. Salzburg wurde dadurch nicht zu einer Welthauptstadt der Kunst. Für einen der Schüler waren Stadt- und Sommerakademie dennoch Sprungbrett für eine Weltkarriere. Ich hatte das Glück, knapp vor dem Sommer herzukommen und ich war da fast jeden Tag oben auf der Festung und habe viele der Künstler gekannt, die gelehrt haben. Habe Kokoschka leider nicht mehr erlebt, der war damals schon verstorben und habe aber seinen Geist dann durchaus noch erlebt. Und das fand ich schon faszinierend. Tadeusz Ropacz ließ sich in Salzburg nieder und nutzte seine Kontakte zu jungen deutschen, österreichischen und italienischen Künstlern, um eine auf Avantgarde spezialisierte Galerie in Salzburg zu eröffnen. Seine Zugpferde damals, große Namen von heute, Georg Baselitz, Arnulf Rainer, Mimmo Palladino, Sandro Chia oder Per Kerkeby. Das war alles damals noch eine ganz kleine Galerie hier in der Altstadt. Also es war so im ersten Stock und die war so kaum größer als der Raum, in dem wir jetzt sitzen. Es ging mehr so darum, eine Zelle zu entwickeln, wo Kunst passieren konnte und wo sich etwas entwickeln konnte. Und die Künstler haben den Weg schon zum Publikum gesucht. Und wenn sie den Eindruck hatten, jemand ist in der Lage, ihnen
aus den verschiedenen Richtungen Leute an den Tisch zu bringen, dann sind sie dem gefolgt. Märkte kann man sich kreieren und natürlich gab es in Salzburg damals keinen Markt. Der Welterfolg kam durch Kontakte nach Übersee. Ropatsch hatte als Assistent für Joseph Beuys gearbeitet. Er lernte Andy Warhol kennen, reiste nach New York und kam schließlich mit drei bahnbrechenden Künstlern in Kontakt, die in Warhols Factory ein- und ausgingen. Keith Haring, Robert Mapplethorpe und Jean-Michel Basquiat sind heute Legenden. Heute verkauft Ropatsch in Paris und in Salzburg am Mirabellplatz die Werke der teuersten lebenden Künstler. Möglich wurde das durch die Festspiele. Ropatsch weiß, ohne sie hätte er in Salzburg sein Geschäft nie aufbauen können. Ich habe damals natürlich unterschätzt, dass diese Atmosphäre, die Salzburg eigentlich ausmacht, beschränkt ist auf wenige Wochen im Jahr. Also das, was hier möglich ist im Sommer oder was eingeschränkt möglich zu Ostern ist, das ist wirklich auf diese Zeit eingeschränkt. Außerhalb dieser Zeit fällt Salzburg in eine starre Ruhe zurück, die schon auch erschreckend sein kann. Als Künstler abseits der Festspiele zu leben, in Salzburg eine Herausforderung, die mit einigem Humor zu bewältigen ist. Ich habe das Riesenglück, dass ich vor einigen Jahren für mich so einen Lieblingsort entdeckt habe, der ist Siena in Italien. Und kann jeden Sommer dort ein, zwei Monate verbringen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich dort immer die Batterien wieder auftanke, um diesen Rest des Jahres dann in Salzburg gut über die Bühne zu bringen. Thomas Vizzani ist gelernter Architekt. Als solcher beobachtet er Salzburg mit gemischten Gefühlen. Die Altstadt mit ihren makellos konservierten und restaurierten Gassen, den Traditionsbetrieben. Jährlich wird sie von weit über 6 Millionen Touristen besucht. Dennoch findet er, bleibt Salzburg seltsam leblos. Auf Wiedersehen, danke. Und verglichen mit italienischen Städten bleibt halt die Architektur über die italienische. Die Mentalität ist es meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht. Es ist so, wie wenn man irgendwie die Tonspur abgeschalten hätte, wenn man durch die Stadt durchgeht. Diese Plätze sind halt auch wahrscheinlich auch nicht so konzipiert gewesen als Wohnzimmer der Stadt, wo sich die Bevölkerung trifft. Und sie waren halt irgendwie Aufmarschplätze irgendwie des Katholizismus. Das ist dann schon ein bisschen besser auf diesen bürgerlichen Plätzen, wie der Alte Markt zum Beispiel ist, ja, mit dem Tomaselli und so, da passiert schon ein bisschen mehr. Aber natürlich ist es auch traurig zu sehen, dass halt dann um 8, 9 Uhr am Abend die Gehsteige hochgeklappt werden und das war's dann. Ja. Dass in Salzburg gebaut wird, kann man nicht behaupten. Nach den Festspielen geht es um Konservierung und Verschönerung des Hergebrachten. Man repariert, gräbt auf, rüstet ein. In die Altstadt wird nicht eingegriffen. Für Neues ist sie zu schön, zu alt, zu berühmt und als architektonisches Ensemble zu komplett. Seinen Senf dazu zu geben, das hat seit dem Bau der Festspielhäuser im Zentrum keiner mehr geschafft. Es wäre natürlich schon interessant, wenn man gewisse Interventionen zuließe. Wenn es schief geht, dann reißt man seine 20er wieder weg. Die Architektur und die Bauweise heute ist eh so, dass das nicht länger hält. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man ein bisschen mehr zulässt, ohne in die Substanz einzugreifen. Und da muss man sagen, gibt es wirklich nur sehr, sehr wenig Architekten, die wirklich so gut sind, dass du sie sozusagen auf so eine Stadt loslassen dürftest. Ja. Das Problem der Belebung bleibt. Es sind kaum Salzburger, die sich in der Stadt treffen. Die alten Häuser, die Zunftschilder sind für die Bedürfnisse der Touristen adaptiert. Die Innenstadt wird immer mehr zu einer Ansammlung von Kitsch und von schauerlichsten Souvenirgeschäften.
sprießen aus dem Boden wie die Pilze. Kaum macht ein Geschäft zu, kann man ganz sicher sein, dass das nächste Trachtengeschäft dort einzieht. Und da muss man sehr aufpassen. In der Altstadt leben noch einige hundert Salzburger. Viele der Häuser sind längst entkernt, drinnen Büros und Modeketten, Luxus- und Ramschgeschäfte, dicht an dicht. So gesehen gibt es einiges zu tun für die Architekten. An einem Projekt hat sich Vizzani gern beteiligt, der Adaptierung des Mozart-Geburtshauses, dem fixen Anlaufpunkt aller Salzburg-Touristen. Abgesehen von Mozart, dem großen Namen und alles, was sich da rundherum sozusagen ansammelt, war ein Landeshaus selbst schon für mich wahnsinnig schöner Rohstoff, sozusagen, mit dem man dort arbeiten konnte. Und dann auch versucht, diese Eingriffe, die wir dort machten, für die Ausstellung so zu machen, dass sie natürlich auf den ersten Blick ablesbar sind als neue Eingriffe in diese Struktur, aber weitestgehend die alte Struktur des Hauses sichtbar lassen. Ja, also die Decken, die Wände, die Böden, die Durchblicke. Von der Architektur leben muss Vizzani aber nicht. Er hat sich in Salzburg in einer ganz anderen Branche einen Namen gemacht. Er ist Karikaturist der Salzburger Nachrichten. Inzwischen in ganz Österreich für seinen feinen Witz bekannt. Als ich dann vor einigen Jahren, vor 3-4 Jahren, ist es sehr gefragt wurde, ob ich diesen national-internationalen Teil übernehmen will, habe ich gesagt, ja, gerne natürlich, weil es natürlich eine Herausforderung ist, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich die Lokalkarikatur weiterzeichnen darf, weil es mir als Karikaturist sehr ans Herz gewachsen ist, dieser unmittelbare Kontakt zu meiner Umgebung. Weil es ist, ich denke mal zumindest, also ich sehe es halt für mich so, wenn ich jetzt eine Karikatur mache über unseren Bürgermeister oder über die Landeshauptfrau und vielleicht ihr dann am Nachmittag über den Weg rennen in der Chiemseegasse, dann hat das für mich mehr Reiz als den eine Karikatur über einen Obama zu zeichnen, den ich mein Leben wahrscheinlich nie sehen werde. Und insofern ist Salzburg ja auch diesbezüglich passend. Ich wüsste jetzt da keine Stadt, wo jeden Tag so die brüllend komischen Dinge losbrechen. Wenn man hier abends durch die Stadt geht, ist diese Stadt leer, absolut leer. Diese schönen Plätze sind nicht belebt, da findet überhaupt nichts statt. Man hat auch nicht das Gefühl, dass es eine Studentenstadt ist, obwohl Tausende von Studenten hier sind, dass dort Universitäten sind, dass dort Menschen sind, die sich mit etwas beschäftigen, die diese Stadt auch dementsprechend beleben und bevölkern und vitalisieren. Dieses Gefühl hat man in Salzburg nicht. Weit über 20.000 Studenten gibt es in Salzburg. Sie studieren an der Universität mit ihren 4 Fakultäten, an der Kunstuniversität Mozarteum, an Fachhochschulen und einer privaten medizinischen Hochschule. Andere vergleichbare Städte würden allein vom Universitätsbetrieb gut leben. In Salzburg spielt sich das Studentenleben eher im Verborgenen ab. Das hat auch Harfenistin und Malerin Martina Stock erfahren. Ich habe einfach bemerkt, für mich persönlich, dass ich in einer großen Stadt besser aufgehoben bin. Es ist einfach ein Lebensgefühl, das ich brauche, um arbeiten zu können. Ich muss irgendwie in der Stadt rausgehen können, wo ich mich wohlfühle, wo viel los ist, wo man, wie gesagt, ein bisschen anonym sein kann und einfach in die Nacht hineinlebt oder auch in den Tag und dann mit diesen Erfahrungen oder Wahrnehmungen einfach ans Werk geht. Martina Stock hat Kunst in Salzburg studiert und immerhin mit 28 Jahren im Künstlerhaus ein Atelier erhalten. Keine Selbstverständlichkeit, denn es gibt nur ein Förderatelier und nur jeder 10. Antragsteller darf hier einziehen.
Ich arbeite gerade an Zeichnungen und an Malereien. Die beschäftigen sich mit Mann und Frau. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, so Spielchen, ein gewisses Machtspiel, Erhabenes, der Blick von Mann und Frau, wie sie sich treffen, gewollt oder ungewollt, verboten oder erlaubt so. Ich arbeite eben auch mit Überschneidungen, weil ich das auch sehr spannend finde, dass eben aufgrund dieser Überschneidungen dann ab und an Elemente sichtbar sind und manche eben verschwinden. Salzburg mit seiner einmaligen Architektur und Natur bleibt draußen. Nicht jeden Künstler kann das inspirieren. Es gibt auch andere Themen. Die heimischen Berge oder Naturregionen interessieren einen nicht. Sie sind schön, aber weil sie so selbstverständlich sind, sind sie nicht relevant. Weil es wahrscheinlich selbstverständlich ist. Weil es einfach vor der Haustür ist, weil es vom Fenster ist und weil es dich einfach begleitet, weil es dich prägt auf eine gewisse Art und Weise. Aber es war mir nie präsent und ich habe es auch nie vermisst, wenn ich weg war. Junge Künstler brauchen sehr intensive, diskursive Szene und Sammler, Sammlerinnen und große Universitäten. Also das macht sozusagen eine große Szene aus. Die gibt es natürlich in Salzburg naturgemäß nicht. Wobei da sozusagen am ehesten das Problem liegt, dass viele junge Künstlerinnen und Künstler in dem Moment, wo sie mehr Erfolg haben oder mehr Erfolg haben wollen, auch versuchen wegzugehen. Das ist ganz klassisch, dass junge Künstlerinnen und Künstler lieber in große Städte gehen. Salzburg gibt für Kunst viel Geld aus, genauer für Skulpturen im öffentlichen Raum. Von Provokateuren wie Balkenhol, Lüpertz oder Tony Craig. Fast immer gereichen sie zum Skandal, wirken wie Nadelstiche, verhöhnen und stellen in Frage. Der ganz große Wurf ist nicht gelungen. Statt dem Jahrhundertprojekt Guggenheim-Museum im Mönchsberg gibt es die abgespeckte Variante. Ein architektonisch passables Museum der Moderne. Es gibt bestimmte Player, die sind dagegen und bestimmte, die sind dafür. Und was immer passiert, kann ich schon, wenn ich die erste Skizze sehe, sagen, was wird passieren. Die einen sagen, es ist keine Kunst, es muss weg, das stört mich. Und die anderen sagen, es ist super, dass es das endlich gibt. Ja. Daran sieht man natürlich schon so eine gewisse Provinzialität, würde ich sagen. Als ich ein kleines Kind war, so mit 4, 5, habe ich Michael Jackson nachgemacht. Und von da weg war dann auch viele Jahre nichts. Und mit 14 habe ich dann Breakdance entdeckt. Und da ist es dann alles wieder so hochgekommen, so über die Zeit. Und das hat mich dann eigentlich so fasziniert, dass ich da drinnen geblieben bin. Seit 30 Jahren aus Salzburg nicht wegzudenken, der experimentelle Tanz. Namen wie Editha Braun oder Beda Percht genießen Weltgeltung. Dank ihnen sind in Salzburg neue Ausbildungszentren entstanden. Die Breakdance-Szene hat davon aber nicht profitiert. Der gelernte Filmemacher Alex Wengler hat für seine aktuelle Produktion auf dem Messegelände eine Halle angemietet. Dinge selbst auf die Beine zu stellen, ist in der Szene ein Muss. Nach vielen Versuchen, Stücke einzureichen in Wien, habe ich mir dann entschlossen, okay, das bringt nichts in Österreich, die verstehen nicht, was ich machen will. Und dann wollte ich eigentlich von Salzburg nach London gehen, also Wien, Salzburg meine Eltern besuchen und dann nach London gehen. Und dann habe ich durch Zufall da jemanden getroffen, der hat dann das Projekt Out of the Shadow gefördert. Und es hatte so einen Erfolg, also vielleicht nicht finanziell betrachtet, ja, weil damals war das alles auf freiwilliger Basis und der Ehre wegen und für den Respekt. Und die davor ohne Spot ist nur Saurier. Und es hat begonnen mit einer 6-Minuten-Show, eigentlich noch richtig klassisch, wir waren eine Breakdance-Crew. Alex. Und wir machen jetzt einmal keine einfache Breakdance-Show, so wie es alle machen, sondern wir erzählen eine Geschichte mit unserer Breakdance-Show. Und dann fahren wir nächstes Jahr als Haupteck dort. Okay, wir haben immer Standing Ovations, die Leute toben 20 Minuten, die London Times schreibt, es ist das Meisterwerk der urbanen Zeit und so.
Die Truppe von damals ist zusammengeblieben, freilich ergänzt durch professionelle Tänzer, die Alex Wengler engagiert und bezahlt. Der Erfolg in London, er ist in Salzburg registriert worden. Für Wengler gab es fortan Künstlerförderung, die aber bei weitem nicht reicht, um neue Produktionen zu finanzieren. Ja, und dann bin ich nach Salzburg zurück und Salzburg ist dann doch natürlich ein Loch, was das betrifft. Ja, also einfach was den Markt betrifft und die Fördersituation und die Infrastruktur an sich ist total hinüber. Meine persönliche Meinung, ja. Was du machen kannst, ist, du kannst Avantgarde-Kunst machen, also das heißt für die Oberschicht künsteln, was auch wir jetzt machen, auf eine gewisse Art und Weise. Wir versuchen noch, also natürlich immer Künstler für alle zum sein, aber unsere Kartenpreise liegen auch nicht mehr bei 10 oder 15 oder 20 Euro, wie es mir sicher wesentlich lieber wäre, um das einer breiten Masse zugänglich zu machen. Die Kartenpreise sind im Schnitt auf 50 Euro oben. Out of the Shadow. Und so ist Out of the Shadow zu einer 90-Minuten-Produktion geworden. Ein abendfüllendes Programm für große Bühnen. Erzählt wird nichts weniger als die Geschichte der Menschheit, von den Anfängen bis zum voraussichtlich apokalyptischen Ende. Ohne Requisiten. Es sind die Tänzer, deren Körper und Schatten vom urtümlichen Dinosaurier bis zum Auto alle Erscheinungen entstehen lassen. Das große Haus sorgt dafür, dass sich die Produktion finanziert. Das Auditorium bis zum Rand gefüllt. Das Salzburger Einzugsgebiet, das weit bis nach Oberösterreich und Bayern reicht, macht's möglich. Nicht nur für diese Produktion. Das große Festspielhaus wird ja doch zweimal in der Woche allein von der Kulturvereinigung gefüllt. Und das ist schon etwas ungewöhnlich für eine Stadt, die eben nur 150.000 Einwohner hat, dass man dieses große Haus mit 2.200 Plätzen zweimal in der Woche für Konzerte füllen kann. Das ist nicht so ganz in der Dimension. Das heißt, das kulturelle Leben geht schon übers ganze Jahr jetzt. Für stillere, im besten Sinn klassische Produktionen gibt es überall Auftrittsmöglichkeiten. Benjamin Schmidt, Veronika Hagen und Sebastian Hess mit Bachs Goldberg-Variationen in der Bachschmiede im Salzburger Vorort Wals. Benjamin Schmidt, Weltklasse-Geiger, begann mit 7 Jahren am Mozarteum zu studieren. Jetzt leitet er hier eine Meisterklasse für Violine. Das alte Mozarteum, ein enger, verschlungener und dunkler Bau, ist abgerissen worden. Der Neubau gilt als Juwel. Ich bin jetzt hier am Mozarteum, wo ich unterrichte. Und das ist mein Lieblingsplatz in der Welt, weil ich habe hier alles beinannt. Ich habe innerhalb von 2 Gehminuten meine Musikalienhandlung, meine Bibliothek, meine Universitätsbibliothek, eine Buchhandlung, meinen Geigenbauer, den Proberaum der Camerata, den Mirabellgarten direkt im Rücken, das Landestheater, das Café Bazar, den großen Saal Mozarteum. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine sehr gute Arbeits- und Lebenssituation. Benjamin Schmidt hat schon als Student Jazz gespielt, bald auch mit den Größten der internationalen Szene. Improvisation und kompositorische Exaktheit sind für ihn keine Widersprüche. Jazz ist eine ganz großartige Kunstform, die wieder Herz und Hirn, also Intellekt, Handwerk und Seele so kongenial verbindet und im Gegensatz zur klassischen Musik das Hier und Jetzt noch mehr einbezieht.
Für Jazz gibt es in Salzburg einige Bühnen. Das Lokal Jazzit ist eines davon. Schmidt im Duett mit Sabina Hank. Auch sie hat am Mozarteum gelernt. Die Sabina Hank ist eine außergewöhnliche Komponistin und eine Musikerin, die den Jazz von Grund auf verstanden hat und die Essenz des heutigen Jazzmusikmachens sehr gut trifft. Nimm mir nicht die Liebe weg. Was bin ich ohne sie? Nimm mir nicht den Sinn zu sein und raub mir nicht die Poesie. Verschließ doch nicht dein Herz vor mir. Sabina Hank ist eine der vielseitigsten Musikerinnen, die Salzburg hervorgebracht hat. Sie hat für Schmidt ein Violinkonzert geschrieben, komponiert Film- und Theatermusik, sie jazzt und sie macht Pop mit englischen und deutschen Texten. Sie ist Synästhetikerin, das heißt, sie hört in Farben. Ich bin mit 5 ans Mozarteum gekommen. Meine Eltern haben mein absolutes Gehör entdeckt. Da war ich, glaube ich, 4. Und jeder Ton hat eine bestimmte Farbe. C ist rot, G ist grün, F ist gelb. Und es ist wie ein inneres Energiefeld, das schwingt. Ich höre einen Ton, ich höre auch absolut, ich höre einen Ton, dann schwingt in meinem Körper die Farbe und dann weiß ich, was es für ein Ton ist. Sabina Hank hat ihr Studium am Mozarteum zwar abgeschlossen, ist aber schon früh aus der Klassik ausgebrochen. Es gab ein kleines Jazz-Ensemble, so ein Underdog-Jazz-Ensemble am Mozarteum. Und da bin ich aber dann auch hin. Das ist eigentlich für wirklich normale Studenten, also so ab 18 aufwärts. Aber ich bin da schon mit 12 hin und habe gesagt, ich will das, hier bin ich. Und bitte, woher kommt das? Ich will das lernen. Das war so die erste Tür zur Freiheit. Salzburg gilt in Österreich nicht als Jazzstadt. Doch gibt es im Herbst 2 Festivals, bei denen sich die Stars die Klinke in die Hand geben. Bei Jazz in the City ist der Eintritt sogar kostenlos. Sabina Hank fühlt sich durch Salzburg inspiriert. Also, wie ich angefangen habe, Jazz zu studieren, haben alle gesagt, Sabina, du musst weg, New York. Nur mein Weg ist nicht dieser konventionelle gewesen. So, ich studiere Jazz und dann werde ich eine Bebop-Pianistin. Ich bin hier. Ich lebe, ich liebe hier. Ich habe alles, was ich brauche und vor allem die Inspiration habe ich auch hier bekommen. Man spürt einfach dieses Spannungsfeld von dieser Stadt. Die Energie der Stadt ist Wahnsinn. Aber sie ist am schönsten für mich, wenn sie menschenleer ist. Wenn sie Menschen erfüllt ist, ist sie hauptsächlich, dann ist dieses Salzburg das Produkt. Ja? Dann wird Salzburg zum Produkt, die Stadt. Wenn sie menschenleer ist, dann schwingt sie.